Greifswald TV. Besser lokal informiert. In der Herbstsonne Kühlenhagens leuchtet ein weißes Fachwerkhaus. Und an der Giebelseite erstrahlen noch weitere Farben. Die Bilder von Dieter Fuhrmann. Der Künstler präsentiert hier seine einmaligen Landschaftsgemälde. Der 84-Jährige lebt für die Malerei. 47 Jahre war er als Lehrer für Kunst und Deutsch in Vorpommern tätig. Ich bin in Rostock geboren, in Bad Sülze aufgewachsen und dann war ich eben im Kreis Greifswald als 18-Jähriger Lehrer. Damit hatte ich immer mit Greifswald zu tun. Und dann kamen wir 1964 in die Stadt Greifswald und waren da als Lehrer tätig und hatten immer mit Greifswald zu tun. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit den Schülern in die Stadt gegangen bin und da gezeichnet habe. Und zu der Zeit, als der sogenannte Ersatzneubau kommen sollte, da haben wir immer vor dem Bagger die Häuser gezeichnet, wie jetzt die Fotoausstellung da im Museum das auch zeigt. Also Greifswald ist unsere Heimat. Da sind wir zu Hause. Ich wollte schon Lehrer werden, als ich aus der Schule kam. Wollte ich Lehrer werden. Darum war ich auf einer Lehrerbildungsanstalt, noch in der Nazi-Zeit. Und von da war ich dann noch im Krieg. Und als ich wiederkam, da habe ich dann so einen Neulehrerkurs besucht. Da ich Lehrer werden wollte, ging das alles ganz schnell. Und ich war noch gerade 18, da war ich eben als Neulehrer in der Schule. Eigentlich gab es für mich immer keinen anderen Beruf als den Lehrer. Die Inspiration für Fuhrmanns Kunst und Beruf kommt aus der Natur. In den Bildern bringt er die verschiedenen Nuancen seiner Umwelt zum Ausdruck. Also ich bin immer schon von der Natur angeregt worden und unterwegs gewesen. Und im Grunde entstehen bei mir Arbeiten. Ich habe hier so ein Beispiel. Ich gehe durch Greifswald und mache da so ein Aquarell. Also solche Notizen da. Und dann, was mir gefällt, das schreibe ich mir dann auf. Und da habe ich also auch manchmal solche Bleistiftnotizen oder eben farbige Notizen. Und irgendwann möchte ich das auf einer Leinwand oder einer Malpappe, möchte ich da was machen. Das passiert nicht immer sofort und manchmal gar nicht. Aber wenn ich dann das malen will, dann mache ich es entweder hier mit Acrylfarbe oder wenn ich Ölfarbe nehme, gehe ich drüben in die Bilderhütte. Denn Ölfarbe, da gibt es Terpentin und das Haus riecht und das ist nicht so schön. Also gehe ich dann in die Bilderhütte und male dort. Und so entstehen dann die Bilder. Früher malte ich vor der Natur bis zu Ende. Aber jetzt male ich Acryl- und Ölbilder auf Leinwand und Pappen eben hier zu Hause drin. Die Bilderhütte im Garten ist die Kreativwerkstatt des Künstlers. Hier entstehen viele seiner Kunstwerke. Hier findet er Ruhe für die Malerei. Mir ist auch wichtig, es gibt also bestimmte Richtungen und es gibt bestimmte Farbigkeiten. Und die notiere ich mir, denn das ist dann auf dem Tisch der Anfang für ein Stillleben, wie groß ich das haben will. Und dann probiere ich das und dann habe ich eben die Leinwand und dann geht es los. Und da habe ich eben, wenn Sie hier sehen, ganz, ganz viele solche Notizen. So sieht das denn aus hier. Sehen Sie, von allen Jahreszeiten habe ich hier was. Das ist so, sowohl im Winter hier im Garten oder so, das ist übers Feld, im Herbst, im Spätsommer oder eben, wenn der Mond blüht, das ist alles sehr reizvoll hier rundherum. Man kann eben mit einem Tintenstift die hauptsächlichsten Richtungen notieren oder das Hell und Dunkel mit dem Bleistift. Ob mit Pastellkreide, Tempera, Öl oder Acrylfarbe, Dieter Fuhrmann betont,
betont die Kontraste der Landschaften. Lebendig sein, Lebendiges auf Papier bringen. Das taten schon Fuhrmanns malerische Vorbilder. Die deutschen Expressionisten von Schmidt-Rottluff bis Nolde und Franz Marc genauso wie französische Impressionisten von Renoir bis Monet sehe ich mir sehr, sehr gerne an, weil die mit der Farbigkeit so unterschiedlich umgehen und das Erlebnis Natur so persönlich widerspiegeln. Und das geht mir genauso. Ich erlebe die Natur und versuche dann, meine eigene Antwort zu geben auf das, was ich da gesehen habe. Und da der Mensch viele Seiten hat und auch mal laut und mal leise spricht, so sind die Bilder auch, mal laut und mal leise. Hunderte Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen bewahrt Fuhrmann in der Hütte auf. Jedes Jahr zu Pfingsten hängt er seine Bilder außen an die Wände. Viele Besucher kommen dann zu Kunst offen. Dieter Fuhrmanns Landschaftsmalerei verschmilzt zu dieser Zeit direkt mit der Natur. Seine Eindrücke, Erlebnisse, Gedanken und Gefühle spiegeln sich auf den Leinwänden wider. So wie unterwegs sein ein Thema ist, ist auch rausgucken ein Thema. Ich bin drin, was ist draußen? Was drin ist, weiß ich. Was draußen ist, wollen wir mal sehen. Also das ist auch eine Anregung. Kümmere dich mal. Unterwegs sein. Nach diesem Prinzip lebt und arbeitet Dieter Fuhrmann. Vorankommen, ankommen, umsehen. Auch auf zahlreichen Reisen mit anderen Kunsterziehern hielt der Künstler seine Eindrücke fest. In der DDR gab es ja zwar Vereine, aber wenig Vereine von irgendwelchen Berufsvereinigungen. Und die Kunsterzieher, das war kein Verein. Aber als die Wende war, trafen wir uns in Güstrow, 70 Kunsterzieher aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und als ich nach Hause fuhr, war ich der Vorsitzende. Da hatten die mich gewählt. Und nun wollte ich unbedingt, dass die Kunsterzieher, wenn ich da schon Verantwortung habe, auch erleben, dass ich diese Verantwortung wahrnehme, dass ich nicht nur ein Vorsitzender bin, der zu Versammlungen geht und lächelt, sondern der was organisiert. Also habe ich organisiert Kunstreisen, Kulturreisen, dass wir kennenlernen in andere Museen. Wir haben wichtige und schöne Museen und Städte von Florenz bis Rom und von Griechenland bis zum Hardanger Fjord in Norwegen uns angesehen und haben uns daran erfreut und dabei auch immer selber gezeichnet und gemalt. Die Bewegung und Veränderung der Landschaft faszinieren Dieter Fuhrmann. Viele Bilder zeigen Vorpommern seine direkte Umgebung. Ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen Landschaftsgemälden ist der Pregelbach. Dorthin hat Fuhrmann es nicht weit. Wenige Meter hinter seinem Haus befindet sich das Flüsschen. Das Licht, das macht eben hier den Pregelbach manchmal heller und manchmal auch dunkler. Im Augenblick ist so mehr noch mit belaubt, ist etwas dunkler. Aber es ist sehr lebendig hier. Mal ein Rinnsal, dann wieder ein schnell rauschendes Gewässer. Aber immer in Bewegung. Genau wie Dieter Fuhrmann. Immer vorwärts suchend, immer unterwegs.